Guten Morgen, wieder mal ein Tag geschafft. Der Dienstag ist vorbei. Ja, also ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu gestern. Ich bin ja dann mit dem Rad nach Hause gerast, weil mir so kalt war. Mit dem Ergebnis, dass mir dann irgendwie ein bisschen schwummerig war vom Magen her zu Hause. Das ging dann wieder. Nachts bin ich dann aber gegen 1 nochmal wach geworden mit Übelkeit und Kopfschmerzen und musste auch Iberogast-Tropfen nehmen. Nach einer Stunde war es dann auch wieder gut, da kam auch nichts mehr nach, aber irgendwie merkwürdig. Vielleicht war das bisschen Anstrengung mit dem Kellerblutdruck dann irgendwie schon zu viel, ich weiß nicht. Heute bin ich noch niedriger, ich glaube 92, 51. Mit 51 habe ich meinen persönlichen neuen Rekord, ganz toll. Ja, mit diesem Wetterumschwungsgedönse scheine ich nicht ganz klar zu kommen. Dann hat sich eben auf der Facebook-Seite noch ergeben, dass wir mal darüber gesprochen haben, einen Kalender oder ein Buch oder irgendwas aus unseren Rezepten zu machen. Das werden wir mal weiter verfolgen. Ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Wir haben schon einiges zusammengesammelt. Wäre eine richtig tolle Sache, finde ich. Ein zuckerfreies Kochbuch. Ja, dann habe ich heute mal wieder festgestellt, weil ich halt heute auch wieder Haferflocken gefrühstückt habe, dass ich damit einfach besser klarkomme, als wenn ich morgens Brot esse. Ich weiß auch nicht, wenn ich morgens Brot esse, habe ich das Gefühl, ich habe am Vormittag schon viel früher Hunger. Hier die kernigen Haferflocken scheinen bei mir einfach länger im Magen zu bleiben und langsamer verdaut zu werden als Brot. Und damit fahre ich einfach am besten, habe ich für mich rausgefunden und werde einfach dabei bleiben, weil es mir ja auch schmeckt. Gestern Abend hat mich noch eine andere Sache beschäftigt, und zwar war ja gestern auf RTL das Jenke-Experiment, kennt ihr sicherlich, und da ging es halt um Organspende. Und ich bekomme von meiner Krankenkasse eigentlich jedes Jahr dieses Ding hier geschickt, wo ein Spenderausweis auch mit drin ist, und jedes Jahr habe ich den da liegen und weiß nicht, was ich machen soll. Gestern habe ich mir diesen ganzen Bericht und so weiter mal angeguckt, und das hat mich auch sehr, ich sag mal, berührt. Also ich meine, ich bin sowieso sehr empathisch, aber das hat mich sehr bewegt irgendwie. Und die Aussage von einem jungen Mädel fand ich sehr passend. Sie sagte, dass sie das nicht schlimm findet, wenn jemand nicht Organspender sein möchte, dass sie dafür Verständnis hat. Sie hat selber schon die zweite transplantierte Leber. Aber sie sagte, sie findet es schlimm, wenn man nicht bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Wenn ich das sage, kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den Ausweis auszufüllen, werde den ausschneiden, in mein Portemonnaie tun, und habe auch gestern in meiner Familie einmal kundgetan, dass sie Bescheid wissen, dass ich Organspender sein möchte, weil, wenn meine Organe mir nicht mehr weiterhelfen, können sie vielleicht ein anderes Leben retten. Und deswegen bin ich bereit dazu. Ich finde, damit kann sich jeder mal auseinandersetzen. Jeder hat da so seine Meinung zu, und Ängste oder auch nicht Ängste, finde ich alles völlig legitim. Ich habe mich halt dazu entschlossen, den jetzt mit mir zu führen, und finde das für mich persönlich einfach richtig. Ja, dann habe ich gestern Abend schon an meinem Bein hier so 1000 blaue Flecke gefunden. Also ich kriege schnell blaue Flecke, einfach auch durch das schwache Bindegewebe und so. Und frag mich mal wieder, wo die her sind. Keine Ahnung, es ist alles voll neben dem Knie, eine komische Stelle, wo man sich auch eigentlich nicht unbedingt stößt. Ich weiß es auch nicht, wo das schon wieder herkommt. Ja, dann werde ich auf dem Blog mal euch 3 Bilder zeigen von der Annika, die jetzt so etwa 1,5 Jahre hier ist und 17 Kilo abgenommen hat. Fotos von ihrem Verlauf. Die hat echt was geschafft, hat auch noch ein bisschen was vor, aber wird das auch noch schaffen. Das finde ich super. Dann hatten wir noch das Gesprächsthema Alkohol heute, weil ich gesagt habe, das ist für mich so das Allerleichteste beim Fasten, darauf zu verzichten. Das ist mir einfach egal. Wir kamen dann schon drauf, dass beim Feiern oder bei der einen oder anderen Gelegenheit das natürlich gemütlich ist, mal ein Wein oder ein Bierchen zu trinken, oder halt, wenn man rausgeht, es ist einfach anders. Nicht, dass man den Alkohol braucht, um Spaß zu haben, aber es ist einfach anders, gehört dazu. Aber für mich ist es kein Problem, im Moment darauf verzichten. Ich war aber jetzt auch noch nicht raus in den 3 Wochen. Muss aber auch sagen, dass mein Wochenende gefühlt viel erholsamer ist ohne Alkoholkonsum.
Weil ich finde, selbst ein, zwei Gläser am Abend beim Essen oder irgendwas machen die Nacht dann doch unruhig. Man schläft schnell ein, aber ist unruhig und auch relativ früh wieder wach und es belastet den Körper einfach. So ist es ja einfach mal. Den Tag nach Alkoholkonsum ist man ja einfach platt, auch wenn man nicht total verkatert ist. Das dazu. War da noch etwas, das habe ich gesagt. Ja, ach so, was ich gegessen habe, zum Frühstück halt Haferflocken mit Leinsamen und Milch. Dann habe ich heute Mittag nochmal einen Teller mit dem Gerstenrisotto gegessen, war lecker. Dann habe ich nochmal Käsewürfel gegessen und eine Scheibe Schinken und eine Möhre und 3, 4, 5 Maiswaffeln. Ja, das war's. Getrunken habe ich heute ziemlich viel Wasser und Tee, weil mir wieder mal kalt war wegen meinem Blutdruck. Und heute hätte ich gerne einen Bonbon gelutscht, aber nicht des Bonbons wegen, sondern für meinen Hals, weil der Hals macht ein komisches Gefühl heute. Hätte ich also, das Gefühl habe ich mit Trinken nicht wegbekommen so. Und hätte deswegen gerne einen Bonbon gelutscht, habe ich aber nicht getan. Trainieren werde ich heute nicht, obwohl ich eigentlich geplant habe, heute Abend mein Krafttraining zu machen. Aber nachdem es mir gestern mit dem Blutdruck und dem Fahrradfahren nicht so gut ging, lasse ich das heute einfach. Ist auch kein Untergang, ist einfach so und ja, nicht dramatisch. Morgen ist bestimmt schon wieder besser. Ja. Ich glaube, das war alles. Mein Spickerzettel ist abgearbeitet und das, was ich noch im Kopf hatte, auch. Wahrscheinlich fällt mir gleich, wenn ich die Kamera ausmache, doch wieder noch was ein. Aber das kann ich ja dann zur Not noch schreiben. Und jetzt wünsche ich euch einen erfolgreichen Mittwoch. Und quasi mit heute Nacht, also Dienstagnacht, habt ihr 3 Wochen geschafft, 3 Wochen durchgehalten. Es ist Backface. Die zweite Hälfte schaffen wir auch noch. Bis morgen. Tschüsschen. Diu.